Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal im LS22 auf der Burgenlandkreis in Landesroda. Ja ihr Lieben, ihr seht schon, hier ist einiges passiert. Wir haben überhaupt keine Möglichkeit gehabt, irgendwie Schuttgut hier irgendwo hinzutun, weil unsere Kapazitäten sind ja so hallentechnisch hier dann doch begrenzt. Dann habe ich jetzt hier mir hier die Schuttguthalle hingestellt. Und eigentlich statt ja in Durchfahrtshalle, da habe ich ein Ballenlager reingemacht. Und dann haben wir auf der anderen Seite noch einmal für Schüttgut oder halt zum Einlagern von irgendwelchen Maschinen oder sonstiges. Damit nicht alles immer draußen am Hof rumfliegt. Ja. Und jetzt sind wir gerade dabei. War hier noch die Kartoffeln mal, vielleicht müssen wir anders machen. Das müssen wir anders machen. Ja. Sehr schön. Dann wollen wir hier mal abgeben. Dann haben wir noch ein paar Zuckerrüben am Feld liegen. Ja, ich muss hier natürlich noch ein bisschen besser dekorieren, ganz klar. Damit mir hier, damit es hier auch schicki feini aussieht. Ja, wo ich das alles gesetzt habe, da habe ich mir eigentlich gedacht, du bist so blöd, weil ich brauchst du eigentlich nirgendwo an dem Hof was zu verändern und zu machen und zu tun, weil du es dann damit klarkommen mit dem, was du hast. Und da fiel mir erstmal ein, man hätte ja auch, sag ich mal, ein kleineres Multifrucht-Delo hier hinstellen können. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde das immer so ein bisschen ja unrealistisch, wenn du da so ein Hochsilo oder sowas hast, wo du wirklich wie soll man jetzt sagen, wo du da alles reinkippen kannst, weil es ist eigentlich nicht so, also ich weiß nicht, sonst mit so einem Hochsilo kann man keine Kartoffeln oder sowas reinschütten, das ist schon Schüttgut. Schreibt dazu doch mal was in die Kommentare, würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Ob es ist das egal hier, weil ein Spiel ist oder seid ihr auch der Meinung mit dem Schüttgut lieber so eine Halle? Also ich finde so eine Halle schöner, aber ich würde gerne noch passendere hier irgendwie haben, schönere haben. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe auch nicht hier das Fachwerk. Da komme ich glaube ich gar nicht hier drauf. Das habe ich sonst immer hier drauf. Aber das können wir mal laufen lassen. Ja, ihr Lieben, das hier ist natürlich ein wunderschöner Drecker, aber ist zwar ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen unrealistisch, dass er da halt keine Gangschaltung hat, aber er hält sich gut an, er lässt sich gut fahren, so, und ist wirklich, also sag mal so, ist ein Spielspaß, ist definitiv vorhanden, und das sage ich bei einem Fendt.
Das muss man sich immer merken, muss man immer dabei sagen, ja. Wenn ich hier einen Fendthof habe. Mein erster. Also, ich bin selber über mich erstaunt. Wobei ich sagen muss, ich habe ja hier noch keine, ich sag mal so, hier sind jetzt noch keinen High-End-Fan drauf. Oder? Es gibt ja mittlerweile, wie soll ich das sagen, mittlerweile hier Variationen draußen, die sind so schön gemacht auch. Also generell, es sind gute Traktoren. Ich war auch sehr erstaunt. Was fängt alles so, sag ich mal, ich kenne ja nur aus YouTube-Videos, ich war ja selber nicht da. Was fängt da, ich glaube, Fendt hatte drei Hallen da, kann das sein? Ich meine, muss dabei sagen, ich glaube, die sind dabei mit Massey Ferguson und mit Valtra. Oh, ich muss mal in die Außenansicht gehen. Oh, haben wir tatsächlich einen Haufen weg, ich werde verrückt. Bin schon baff. Oh hier, Shadowcat schläft nach. Ja, hey die Jungs. Wow. Was stimmt mit mir nicht? Hey die Jungs, die qualmen ein bisschen mehr. Ich meine Rübenaktion, also ich nehme an, das ist durch die Heckschaufel. Der hat nämlich vorher, hat der nämlich 2% Schaden. Nach der Heckschaufel-Aktion hat, glaube ich, und den Traktor richtig belastet. Hat, da haben wir jetzt, glaube ich, 35% Schaden. Ich muss gleich mal nachgucken, ey, das war schon der Hammer. Habe ich schon etwas gestaunt. Ich denke nur auf einmal, der Qualm ein bisschen anders als sonst. Also wirft eher so Schwaden. Gerade mal gucken. Haben wir hier noch was? Hier liegt noch was. Und da liegt auch noch was. Gut, dann fahren wir den mal gerade noch einen Ticken vor. Hier. Der ist bei beiden 1%. Und wo haben wir ihn jetzt hingearbeitet? 43 ist er sogar. Ja, also ich habe das Spiel jetzt einmal gestartet, jetzt ist er bei 43. Also das heißt, für mich, wenn ich das mich jetzt so ein bisschen logisch ist, wenn ein Grundschaden da ist, geht dann auch relativ zügig weiter, glaube ich. Ja, immerhin, ne? Immerhin. Das liegen lässt. Gehen wir davon mal aus, wir rechnen einfach mal jetzt den Kilo um, ja. Da haben wir schon wieder fast 6 Zentner hier liegen gehabt. So. Drechselanhänger, den kann man gleich nachher auch wieder auf den Hof raufholen. Der Butterhut ist auf jeden Fall ein richtig großen Wendekreis, was jetzt nicht ganz so toll ist, wa? Aber ansonsten, ich finde den Traktor so ganz schön. Gefällt mir, passt so richtig schön, die Jungtimer Zeit rein. Wenn einer natürlich noch bessere, sag ich mal, so einen Mod kennt, auf seriöse Seite mal runterladen kann, gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich denke mal, hier ist schon so ganz in Ordnung. Ja, die Leute, wir müssen dringend Milch verkaufen. Wir haben jetzt hier 10.000 Liter schon im
Empfang. Ja. Und haben noch 10.000 Liter wieder, also die Hälfte ungefähr voll mit. Voll mit. Ja. Voll mit Milch. Tolle Faden verloren. So. Das ist das. Hallo? Manchmal ist es schwer. Ja, auf jeden Fall geht es hier schön. Stimmt, unsere Viehwirtschaft weiter. Ja, jetzt langsam wird auch Zeit, also so langsam lief hier auch das, oder stellt das Gartenbütchen hier mit Gewächshaus seine Arbeiten ein. Wir den entladen wir gleich noch und fahren das Zeug ins Lager hier. Ja, ich musste natürlich. Ich habe einen Mob drauf. Und ich weiß nicht, ob das am Gülle-System liegt. Oder sonst irgendwas. Also von. Sonst habe ich ja immer von LSFM die Ballenlager, was ich mal hier platziert, hatte ich ja jetzt auch hier gemacht früher. Die funktionieren alle mehr. Die werden einfach im Objektmenü gar nicht mehr angezeigt. Die haben keine Objektlager und fertig, also konnte ich die ja dann wegmachen. Ballen dann auch weg und somit haben wir dann natürlich eine Alternative finden müssen. Ich meine, haben wir ja auch gemacht. Irgendwann ist so eine ganz gute Lösung so mit dem. Dann haben wir hier schon mal die Heuballen und ich wollte gerne noch draußen irgendwo so ein Ballenlager setzen, halt für Silageballen. Wir hatten ja auch Silageballen. Ich muss mal durchzählen, wie viel da waren. Und dementsprechend würde ich die auch wieder platzieren. Weil. Die haben wir ja nur gemacht, oder? Obwohl ich denke, wir haben auch Sack. Ich sag mal hier Sack Silage. Das kann ich mir doch angezeigt hier. Das ist glaube ich gar nicht angezeigt, oder? ...27.504 ist noch sehr überschaubar. Vereins. 75% gegärtet, ne, weiß ich nicht mehr, aber da ja auch, war ja auch einiges. Das war ja auch einiges. Das sah nicht mal besser aus. Ach, mir gefallen die Fahrsilos nicht hier im LS. Das ist einfach so. Und das nicht so richtig schön. Sonst schiebst du mit der Schaufel und verdrängst und machst einen Fuß, wenn du nicht willst. Aber hier ist definitiv. Oh. Definitiv. Manchmal ist es nicht schön. Ja, da müssen wir mal gucken, was wir jetzt noch so zu ernten haben. Was müssen wir ernten?
so hier rum. Das ist halt geil an dem Hof. Der ist halt so schön klein. Weil man muss halt wirklich hier von vornherein hier gucken, wie man fährt, damit man hier auch wieder rauskommt. Finde ich klasse. Ja, wie gesagt, wenn man sich genau überlegt, so macht dann die Karte wieder an, da hätte man sich natürlich viele Alternativen hätte man machen können, was klar. Aber jetzt ist so wie es ist. Wisst ihr was? Ich würde mal sagen, wir müssen auch mal jetzt so langsam und dann noch die Halle vom Nachbarn füllen. Und da fällt mir jetzt auch ein, da hätte ich ja auch reinkippen können, ne? Ja, so ist das. So ist das leider erstmal. Geht man sich manchmal selber im Weg. Ach, hier haben wir immer noch ein Häufchen. Naja. Ja, also hier wollte ich ein bisschen mit Grün arbeiten. Grünstreifen hier machen, damit man hier hinten mit einer größeren Maschine mal wenden kann. Und dann ziehen wir das auch, glaube ich, durch. Und machen, wenn hier das Feld weg ist, das ist ja das letzte hier vom Zaun, dann machen wir hier auch Wiese hin. Ich glaube, das macht besser. Ich glaube, das macht besser. Oh Mann. Ich glaube, das ist besser. Ja, so ist der Plan. So ist der Plan. Ihr Lieben. Aber ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch für eure Likes, eure Abos. Wenn es jemand gefallen hat, kann er gerne ein Like und ein Abo da lassen. Gerne Kommentare schreiben. Gar keine Frage, ja. Freue ich mich immer über Anregungen und sonstiges. Und dann schauen wir mal hier. Vielleicht baue ich das doch wieder zurück. Und machen was anderes. Suchen wir mal eine Alternative, mal noch eine gute. Wo ich mir gedacht habe, hier die Hallen, die gehen eigentlich. Weil wir haben einmal dahinter vom selben Pack eine Halle, war. Und wir haben hier vorne. Sag ich mal, das Wohnhaus, ich sag mal, was hier vom hessischen Farmpark ist, das ist nicht ganz das, aber hier ist dann auch schon mal weiß hier im Hof drin. Da habe ich mir dann da gedacht, das ist dann mal nicht so tragisch. Und wenn ich hier so um die Ecke komme, habe ich jetzt so kein, wüsste ich jetzt kein Problem damit zu haben. Aber gut, ich schweife wieder ab. Ich wollte euch eine schöne Zeit wünschen. Alles Gute, bleibt gesund, bis demnächst. Macht's gut, ciao, ciao.